Zwischen den Runden. Der Boxtalk mit Finn Schröder und Nils Lapan. Hier ist Zwischen den Runden der Boxtalk. Ich begrüße Finn Schröder. Hallo Finn. Moin Moin. Moinsen nach Hamburg. Das große Duell hat ja stattgefunden. Koblenz gegen Versus Hamburg. Der Norden gegen das deutsche Eck. Dazu kommen wir später. Wir wollen natürlich auf die letzten Kämpfe blicken, die stattgefunden haben. Da gab es in Hamburg eine schöne Veranstaltung gestern und am Samstag Sport1-Veranstaltung in Koblenz und auch sonst einige interessante Kämpfe. Werden wir gleich drüber sprechen. Dann natürlich auch noch die Vorschau. Was passiert am kommenden Wochenende? Welche Daten solltet ihr im Kalender notieren? Und wir beginnen wie immer mit den News und mit den Gerüchten. Und da gibt es ja seit geraumer Zeit viele Diskussionen im Schwergewicht, in der höchsten Gewichtsklasse, die wir haben. Gibt es sehr viele interessante, potenzielle mögliche Kämpfe. Wir haben ewig und drei Tage über alles gesprochen, was möglich wäre. Jetzt langsam kristallisiert sich raus, wer gegen wen kämpfen wird. Da ist natürlich die Frage, AJ gegen Miller war lange Zeit so das heiße Thema, wurde genannt. Es gab viele Diskussionen darüber. Jetzt scheint es da finale News zu geben. Lieber Finn, berichte uns, was gibt es da Neues? Das scheint nicht nur so, es ist auch so. Ja. Wie das zwar vermutet wurde, wird der Kampf am 1. Juni stattfinden. Das Ganze im legendären Madison Square Garden von New York. Also wird Anthony Joshua hier sein USA-Debüt geben gegen den guten Jarrell. Und ja, das Ganze für eine ordentliche Börse. Man sagt ja so, 32 Millionen Dollar sollen an der AJ gehen für diesen Kampf. Also durchaus lukrativer. Ne? Ja. Und Jarrell Miller, aktuell auf Position 6 gerankt, der Boxrec-Weltrangliste, gab ja eine recht interessante Aussage von Tyson Fury. Ne? Er hätte ihn im Sparring, ich glaube, 7-mal am Boden gehabt, Jarrell Miller. Das wäre kein Gegner. Viele Leute diskutieren darüber, ob er jetzt ein guter Mann ist oder kein guter Mann. Was denkst du über diesen Kampf? Ja, bei dieser Diskussion fällt mir mal wieder auf, dass es sehr viele Leute gibt, die ihre Meinung sagen zum Boxsport, aber den Boxsport im Detail nicht wirklich verfolgen. Also anders kann ich mir dieses Urteil über Jarrell Miller nicht vorstellen, dass das so zustande kommt, weil der Mann ist schon stark. Also da muss ich mir nur noch ein paar Kämpfe mehr angucken, um zu sehen, dass das einfach kein angenehmer Gegner ist, ja, den ich einfach mal in zwei, drei Runden auf die Bretter schicke. Also meiner Meinung nach ist das ein toughes Matchup. Also jemand, der ja ein wahnsinniger Koloss ist mit 1,93, 140 Kilo, dabei aber wahnsinnig viele Schläge abgibt, viel arbeitet, ständig drückt, ein gutes Kinn hat, wie es aussieht. Also ich wüsste nicht, was daran irgendwie jetzt irgendwie ein schlechter Gegner wäre oder so. Also was Tyson Fury da sagt, naja. Ich glaube, 7-mal war es bestimmt nicht. Und ist auch schon ewig her, ne? Dafür, dass diese Geschichte, die er erzählt hat, dass es war irgendwann vor 8 Jahren oder so. Ja, ich verstehe halt nicht, du hast gerade richtig gesagt, ja, die Leute ballern zu allem halt ihre Meinung raus, ja. Und die ist halt oft nicht richtig, ja. Also auch AJ würde nur Fallobst kämpfen, um Gottes Willen, ja. Ich meine, der hat, wie viele Kämpfe hat er? 24, 25? Und da sind richtig starke Leute dabei gewesen, die AJ geboxt hat, ja. Da schaue ich mir andere an, da schaue ich mir einen Wilder an, der jetzt bei 40 Kämpfen steht, da waren im Grunde 3 oder 2 gute dabei, ja. Genau. Verstehe ich nicht. Also der AJ geht wirklich gute Kämpfe ein, ja. Und auch der Miller, klar ist er jetzt nicht, ist er nicht Wilder Fury, das, was die Leute sich vielleicht erhofft hätten. Auch Wilder wird da jetzt irgendwie die ganze Zeit genannt in einer Kategorie. Also ich sag, zwischen White und Miller ist kein großer Unterschied in meinen Augen. Nee, auf keinen Fall. Das wäre auf jeden Fall ein absolutes 50-50-Duell, ja, wenn die beiden gegeneinander in den Ring steigen würden. Nee. Das, was bei White ist halt so, dass da auch so ein gewisser Hype jetzt um ihn ist, dass er halt auch Pay-Per-View-Kämpfe bestritten hat, dass sein Marktwert schon ein bisschen höher ist als der von Miller, einfach eine höhere Popularität. Das ist das, was er mitbringt. Und Miller hat halt nicht diese großen Kämpfe bisher, ne? Er hat halt
angekämpft, sagen wir mal, gegen solide Leute, zweite, dritte Reihe im Schwergewicht, so Duopa, Wache und so. Die hat aber alle geschlagen, ne? Und dann auch so ein Bogdanino, der ungeschlagen war, der für viele auch schon so als Geheimtipp galt im Schwergewicht, hat er in ein paar Runden umgehauen. Also, ich finde ja schon, dass es einer der besseren Gegner ist, die man aktuell boxen kann. Und ja, was soll er machen? Der Wilder-Kampf findet nicht statt, der Fury-Kampf findet nicht statt, Wild-Kampf nicht. Da bleiben nicht mehr viele Optionen. Ne? Ja, da halte ich Miller sogar für einen Risikokampf. Ja, stilistisch, wie gesagt, ist das nicht so ein Pappenstil, wo man sagen kann, den überfährt er mal. Ne? So Klitschko hat ja auch so hin und wieder mal so Kämpfe eingeschoben, freiwillige Titelverteidigung, so gegen, weiß ich nicht, Jean-Marc Mormack oder so. Ne, das würde ich sagen, war so ein Cherry-Pick, wo ich dann sage, also wenn AG sowas machen würde, sich einen alten Cruiser-Gewichtler oder so nehmen, dann wäre es problematisch. Aber er kämpft hier gegen einen ungeschlagenen Jungen, Schwergewichtler, der strotzt vor Selbstvertrauen. Ja, also für mich eigentlich von dem, was noch auf dem Markt war, klar, Usyk, aber ich glaube, das hätte Usyk nicht gemacht, den ersten Kampf direkt im Schwergewicht gegen AJ. Sonst, wen hättest du nehmen können? Ja, das war schon eine gute Wahl, glaube ich. Ja, sonst wären wir bei Pulev gelandet oder so und hätten auch angemeckert. Ja, also, ja, oder Char oder was auch immer. Ja, gut, Char kann nicht, aber du weißt, was ich meine. So die Kategorie hätten wir dann erwischt, ja. Das ist schon okay, glaube ich. Aber wo wir gerade das Thema Usyk hatten, gibt es denn da was Neues? Also da gibt es ja auch jetzt die ersten Gerüchte beziehungsweise fast schon eine Bestätigung zu einem sehr, sehr interessanten Kampf in Osteuropa. In Osteuropa nicht. Ja, aber osteuropäische... Okay, jetzt habe ich verstanden. Protagonisten, ja. Ja, genau. Da gibt es ein paar News. Man steckt in Verhandlungen für den Kampf zwischen Alexander Usyk für sein Schwergewichtsdebüt gegen Alexander Povetkin, den Russen, der ja zuletzt gegen AJ im Wembley-Stadion den WM geboxt hat. Das Ganze soll in den USA stattfinden. Ungefähr am Mai, 18. Mai habe ich, glaube ich, gehört. In Chicago wäre so ein Ort, wo das stattfinden könnte. Ja, genau. Das ist halt, das wäre dann das Schwergewichtsdebüt für Usyk. War ja auch so ein bisschen noch im Raum, stand noch Raum, dass er vielleicht auch noch einen Kampf macht im Cruisergewicht gegen Lebedev, wurde ja immer so spekuliert, aber nein, man scheint da in die Richtung zu gehen. Der Krasiuk, das ist ja der Promoter-Manager von Usyk, der hat da auch schon das bestätigt, dass man da in Verhandlungen ist und dass man da vielleicht auch sogar kurz vor der Einigung ist. Und ja, es wäre auf jeden Fall ein schwieriges Debüt, würde ich sagen. Ist eine krasse Herausforderung, definitiv. Also direkt gegen Povetkin hochzugehen, und nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, vor allem ist es ja auch so, Usyk hat, glaube ich, den Vorteil im Schwergewicht, dass er halt einfach sehr schnell ist. Und, und so ein Steelbox, mit dem er diese schwerfälligen Jungs sehr alt aussehen lassen könnte. Also so ein Beispiel wäre jetzt mal so ein Robert Helenius als Debüt-Gegner. Mhm. Der einfach relativ steif ist und so. Aber Povetkin ist ja das eben nicht. Der ist ja eigentlich im Schwergewicht, fürs Schwergewicht ein eher schneller Mann. Ist auch jemand nicht so groß und der halt auch im Infight sehr gut ist. Also das ist eigentlich nicht so, dass das klassische Schwergewichtsbild abgibt. Das ist schon eine schwierige Wahl. Also das ist, glaube ich, stilistisch jemand, der ihn eher gefährlich werden könnte als einer von den Hünen. Ja. Ja, sehr interessante Wahl. Also ich glaube, das ist halt pures Selbstvertrauen da auf Seiten Usyks, dass sie sagen, wir wollen direkt mit einem, ja, das ist keine 1A-Kracher, aber Povetkin ist schon zweite Reihe, kann man schon sagen. Ne? Also zweithöchstes Regal, das wir so haben im Schwergewicht. Damit mal so reinzukommen, das ist schon eine Ansage, glaube ich. Und vor allen Dingen positionierst du dich mit einem Sieg, mit einem guten Sieg über Povetkin, positionierst du dich halt sofort für einen potenziellen WM-Kampf auch. Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist auch, scheint auch das Ziel zu sein bei Usyk, ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der auch nicht wahnsinnig lange plant, im Boxgeschäft zu bleiben. Dass der will das jetzt durchziehen. Mhm. Er hat innerhalb von nicht mal 5 Jahren Profikarriere, hat er die komplette Cruiserweight Division vereinigt. Jetzt wird er 32 in diesem Jahr. Vielleicht sieht er auch schon, ne? Ist auch, hat auch einen sehr aufwendigen Stil körperlich.
Das ist, dass man auch merkt, ich kann Witwer Fendi wahrscheinlich jetzt nicht nochmal 5, 6 Jahre auf dem Level boxen können, auf diesem absoluten Top-Level. Das heißt, ich mache jetzt dann Nägel mit Köpfen, 1, 2 vielleicht Top-Kämpfe zum Einstieg und dann werde ich versuchen, da um eine Weltmeisterschaft zu boxen und sozusagen die ganz große Kohle zu machen. Ja, gehe ich auch von aus. Ja. Spannend, was da ansteht in nächster Zeit. Es wird ja auch so ein bisschen gemunkelt, weiß nicht, wie du das, also Abby hat da einen Artikel, glaube ich, oder einen Beitrag rausgehauen, dass Eddie Hearn da immer schwer dabei ist, AJ so zu schützen und alles, was irgendwie gefährlich werden kann, nimmt er unter Vertrag. Philipp Rogovic ist, glaube ich, so der Letzte, der jetzt unterzeichnet hat bei Eddie Hearn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Siehst du das ähnlich, dass er da irgendwie, also dass er so ein bisschen wie der Feldmarschall von oben alles so ein bisschen wie ein Schachspiel positioniert, um seine Dame sozusagen oder den König AJ da abzusichern und zu schützen? Nö. Nein, auf keinen Fall. Also ich meine, er hat ihn noch gar nicht beschützt, auch bisher nicht. Es spricht gar nichts dafür, dass er ihn beschützt hat. Also er hat ihn in riskante Kämpfe geschickt, gegen Dillian White, der Kampf damals. Beide waren so 15-0. Das ist auch ein Kampf, den du nicht mit jedem eben machst, also wenn du ihn beschützen willst. Dann gegen Klitschko so einen Kampf zu machen, dann auch gleich gegen Povetkin Titelvereinigung anzustreben. Also ich sehe das einfach nicht. Ich glaube, das wurde medial auch gehypt, dieses Bild vom Angsthasen AJ oder so. Das liegt auch vielleicht daran, dass er halt sehr erfolgreich war in sehr kurzer Zeit und sehr viele Fans hat, ne? Und denen unterstellt man das dann halt eher schon mal, dass sie dann halt sich auf ihrem Erfolg ausruhen oder dann ihr Geld noch verdienen wollen und so. Nein, und es ist doch ganz normal, dass ein Promoter wie Eddie Hearn, der den Top-Schwergewichtler hat, die Nummer 1 im Schwergewicht, dass der auch andere Schwergewichtler verpflichten möchte, um sozusagen da potenzielle Duelle leichter zu machen, wenn er sie halt auf seiner Plattform da hat. Das ist doch ganz normal. Also, dass dann Hirkovic dann aufbauen kann für einen potenziellen Kampf, ist doch klar. Also, ich sehe das nicht so. Auch diese ganze Thematik mit dem Wilder-Kampf und so, ne? Also der da nicht stattgefunden hat. Da müssen wir an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Da habe ich auch nochmal könnte ich ein bisschen was loswerden, aber das gilt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Mhm. Was die ganzen Hintergründe damals auch, was die Verhandlungen betrifft, angeht, da würde ich auch nochmal gerne näher drauf eingehen, aber wie gesagt, an anderer Stelle dann. Okay, dann lass uns aber nochmal auf den Deal Wilder Fury zu sprechen kommen. Da gibt es jetzt auch ein paar News. Fury ist jetzt bei ESPN involviert, beziehungsweise hat einen Co-Promotion-Deal unterschrieben. Was heißt denn das jetzt für den Wilder-Kampf? Nichts Gutes. Nichts Gutes. Das sieht natürlich auf den ersten Blick jetzt gar nicht so spektakulär aus. Ja, er hat irgendwie einen Co-Promotion-Deal Deal und so mit dem und dem. Denkt man, er ist hier erstmal gar nichts dabei. Wenn man aber auf die Fakten guckt, er hat einen Exklusiv-Deal bei ESPN in den USA. Da wird er laufen. So. Ja, er hat Wilder ist bei Showtime, beziehungsweise bei Fox, ne? Also PBC. Läuft da, boxt da. Wird als Weltmeister sicherlich nicht die Plattform einfach mal wechseln. Es sei denn, die kommen dann mit irgendeinem Superangebot rüber und der Wilder entschließt sich sozusagen, da auch das Feld zu wechseln. Das heißt. Das ist eine Barriere jetzt in der Verhandlung. Ja, also die haben ja eine Pressekonferenz da heute abgehalten und es klang auch nicht so, als wenn man sich wahnsinnig auf diesen Kampf jetzt einschießen würde, also beziehungsweise auf die, dass man jetzt sozusagen die Verhandlung forcieren würde. Der Warren hat gesagt, ja, wir werden jetzt nicht hier rumsitzen. Wir wollen aktiv bleiben. Und dann machen wir jetzt unser Ding. Und wir wollen immer noch den Kampf gegen Wilder. Aber das ist doch ein klares Zeichen. Ich habe die Plattform jetzt gewechselt. Das heißt, ich möchte eigentlich meine eigenen Kämpfe da jetzt machen. Und man hat auch gesagt, dass man so schnell wie möglich in den Ring zurückkehren möchte. Das ist jetzt, also entweder man versucht das auch ein bisschen als Druckmittel jetzt auch, in den Wilder da aus der Reserve zu locken. Oder man hat einfach auch die Verhandlungen sind nicht so verlaufen, wie man das wollte. Ja, ich sehe da momentan schwarz. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja, aber ich glaube, weil Wilder hat ja auch die Leute in seinen Ohren. Die werden ihm ja nicht sagen, du kämpfst jetzt auf ESPN gegen Fury. Also das ist einmal das eine Thema.
Also das andere Thema ist ja, AJ boxt wiederum auf einer ganz anderen Plattform mit The Zone. Hat da einen Exklusivvertrag. Das heißt, wir haben jetzt quasi die drei Top-Schwergewichtler mit AJ, Wilder, Fury, die allesamt in den USA zumindest auf verschiedenen Plattformen boxen. Ja, aber irgendwann müssen sie ja mal gegeneinander. Wie kann so ja, aber laufen? Das ist ja, aber dadurch wird das ja schwer. Ich weiß ja nicht, ich habe jetzt nur die Fakten mal gelistet. Und das ist immer diese Senderproblematik, ist immer eine, die einige Kämpfe ja auch in der Vergangenheit verhindert hat. Ich erinnere an den Kovalev gegen Stevenson, da gab es ja auch dann Probleme, weil Stevenson rüber zu Showtime und dann war Kovalev bei HBO, hatte dann da einen Exklusivvertrag und dann ging das nicht. Ja, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Fury sein eigenes Ding macht und erstmal den Wilder-Kampf hinten anstellt. Die haben ihm viel Geld geboten für den Kampf, für den Deal jetzt. Also das sind ich habe da so ein paar Zahlen jetzt gelesen, von wegen 82 Millionen Deal über mehrere Kämpfe oder so. Also das ist einiges an Geld, was da fließen wird. Ja, wird jetzt spannend zu sehen sein. Und ich meine, keiner wusste davon, ne? Keiner wusste davon. Also Wilder-Seite, keiner hat davon gewusst, bis heute die Pressekonferenz dann da abgehalten wurde. Ja, lassen wir uns überraschen. Also es scheint so, als wenn dieser Kampf Wilder gegen Fury, der ja schon fast sicher schien, ne? Es schien ja so, als die sind in den Verhandlungen und die Purse-Bit wurde ja ein Antrag gestellt, dass die Purse-Bit noch nicht, dass die sozusagen verschoben wird, das war der Antrag. Das heißt ja eigentlich immer, dass man noch weiter verhandeln möchte, weil man dann sozusagen noch Zeit braucht, um dann den Deal dann abzuschließen. Ja, aber scheinbar scheint es nicht zu laufen und es wäre irgendwie bitter. Mhm. Ja, wäre sehr schade. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt, weil auch irgendwie schon so über einen potenziellen dritten Fight wurde dann gesprochen. Ja, also ich habe echt gedacht, die zwei schlachten das Ding jetzt riesengroß aus. Und wenn der jetzt gar nicht zustande kommen würde, das wäre schon sehr schade. Warten wir mal. Ja? Stell dir mal vor, jetzt haben wir AJ gegen Miller. Mhm. Wilder kämpft gegen Brazil. Und Fury kämpft gegen Pulev, der ist auch bei Top Rank. Mhm. Und dann keiner kämpft gegeneinander. Dann das sieht das schlecht aus. Dann haben wir eine Pattsituation. Ja. Dann haben wir echt, oh Gott. Ja. Ja, gucken wir mal. Warten wir mal ab, was die Herren entscheiden und ob und wie sie noch zusammenkommen. Auch Gilberto Ramirez hat irgendwie neue Pläne, hat seinen WM-Gürtel niedergelegt und es geht jetzt, es wird ein Kampf angesetzt um diesen vakanten Gürtel, den Gilberto Ramirez niedergelegt hat. Und das ist auch ein, sagen wir mal, interessanter Kampf. Ja, erstmal kann man sagen, dass Ramirez wohl ist aufgestiegen ist ins Halbschwergewicht. Also er möchte nicht mehr im Supermittelgewicht boxen. Kann sein, dass er da auch Probleme hat, das Gewicht zu bringen, das weiß ich nicht. Andererseits ist auch das Halbschwergewicht sehr lukrativ, weil da viele Boxer auch auf seiner Plattform auf ESPN sind. Und ja, hat prompt jetzt nach dieser News hat man dann gleich einen Kampf, wie du hattest angekündigt, festgelegt. Ja, Billy Joe Saunders geht hoch ins Supermittelgewicht. Und wird dort gegen Shefat Issoufi boxen. Da wird vielleicht einigen was klingeln im Kopf. Oh, kommt aus Deutschland. Den kennen wir, ja. Ist aus Bayern, kann das sein? Ja, München. Genau. Habe ich gar nicht so viel gesehen. Hat sich irgendwie in der WBO-Rangliste dann nach oben manövriert. Und boxt jetzt gegen Billy Joe. Ja. Da kriegen wir doch noch unseren Wembley-Kampf am 13. April. Das meine ich mir ernst. Allerdings nicht im Wembley-Stadion, sondern in der Wembley-Arena. Weißt du, woher ich den kenne? Der hat gegen Dennis Ronert hier aus Koblenz geboxt und verloren. Wow. Im Cruiser damals. Wow. Wow. Ja. Also das, wenn du auf dem Niveau, oha. Und dann gegen Billy Joe Saunders. Das ist so ziemlich, ich weiß nicht, wie der in der WBO gegangen ist. Hat er irgendwie so einen Kontinentaltitel gehabt oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, Interconti. Mhm. Ja, der gute alte Interconti-Titel. Mhm. Der verhilft ja so manchem zu unverhofftem Ruhm. Gut. Ist natürlich eine klare Nummer. Und Saunders darf sich dann Two-Weight World Champion nennen.
Er plant allerdings, dass es nicht, dass er nicht langfristig da bleibt im Supermittelgewicht. Das hat er auch gesagt, Joe Saunders. Also der möchte doch noch einen Kampf wieder im Mittelgewicht machen gegen einen der größeren Namen. Mal sehen, wie der sich da verkauft. Ja, ja. Ich glaube, viel mehr müssen wir über den Kampf nicht sagen. Ja. Aber viel Glück. Genau. Viel Glück, also, wäre natürlich Knaller. Ne? Ist auch schön. Also klar freuen wir uns, wenn deutsche Boxer so Möglichkeiten bekommen, ja, und dann drücken wir kräftig die Daumen, ist aber schon eine Herausforderung, sagen wir mal so. Sagen wir es mal so, ja. Gut, blicken wir mal zurück. Was war am letzten Wochenende? Das der große Städtekampf. Wer hat die geilere Veranstaltung? Koblenz gegen Hamburg hat ja stattgefunden, aber zunächst ein Blick in den Rest der Welt. Vielleicht kannst du uns mal in einem Zusammenblick, in einem Rückblick mal schnell zusammenfassen, was haben wir verpasst, was hätte man sehen müssen, was ist passiert letztes Wochenende? Ja, fangen wir an. Am Freitag hatten wir eine Veranstaltung. Einmal, das war der gute Rob Brand, der hat seinen WM-Titel verteidigt. Das Ganze in Minnesota, hat dort gegen Kasan Bayzangurov geboxt. Der war ungeschlagen, aber hat keine große Herausforderung dargestellt. Brand hat ihn früh am Boden, konnte den mit seinen schnellen Händen dominieren und hat ihn letztendlich in der 11. Runde gestoppt. Also konnte seinen Titel hier erfolgreich verteidigen. Ja, man kann vielleicht hoffen, dass Brand in Zukunft noch mal mehr gefordert wird, weil der Kampf gegen Murata, wo er den Titel ja gewonnen hat, der hat durchaus einiges versprochen, durchaus vielversprechend. Dann hatten wir am selben Abend noch eine Veranstaltung, wo dieser Jesse Angel Hernandez geboxt hat gegen Thomas Patrick Ward, und der gute Ward hat das gewonnen. Das war eine Showbox-Card, soweit ich es erinnere. Showbox The Next Generation, wo immer die jungen Talente gefördert werden. Da waren noch ein paar andere Kämpfe. Abdi Daftayev, so ein junger Schwergewichtler aus Russland, hat da in der ersten Runde gewonnen. Allerdings gegen Fallobst. Ist vielleicht aber doch ganz gut. Der trainiert dann auch in Amerika. Habe ich vor Jahren mal gesehen auf einer Undercard. Ich glaube, das war auf der Undercard von Chagayev gegen Fres Okendo. Ja. Ich weiß, war 1900. 2014 war das. Das war der letzte Kampf von Okendo. Das war an einem Sonntagabend in Tschetschenien, glaube ich sogar. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann hatten wir dann die Card, die größte Card, kann man sagen, an diesem Wochenende rein, was das boxerische Vermögen angeht. Der gute Leo Santa Cruz hat geboxt. Und das Ganze zu Hause in Los Angeles im Microsoft Theater. Hat dort seinen WM-Titel im Federgewicht verteidigt gegen Juarez. Nicht gegen Juarez, Rafael Rivera. Der war Rivera gut mitgehalten. Also, oder gegengehalten sozusagen hat. Es war zwar eine klare Sache, aber es blieb immer actionreich. Also die haben beide eigentlich immer in der Halbdistanz gearbeitet, wahnsinnig viele Hände geschlagen. Aber Santa Cruz hat das Ding dann auch klar nach Punkten gewonnen, wie wir es eigentlich vorher gesagt hatten auch. Also das wäre schon eine mega Überraschung gewesen, wenn der Rivera da gewonnen hätte. Aber so ist es dann nicht gewesen. Da waren noch ein paar andere Kämpfe. Omar Figueroa unter anderem hat John Molina besiegt. Das war auch ein richtiger War. Allerdings auch irgendwie traurig mir anzusehen, der Molina mit 36 sich dann auch noch so verkloppen lässt. Hat zwar wieder auch Erfolg gehabt in dem Kampf, das will ich nicht sagen, aber wenn du so viele Hände auch immer nimmst, das ist auch, das erklärt auch, warum die beide nur alle 2 Jahre boxen. Ne? So einen Kampf kannst du wirklich nicht so oft machen. Vielleicht sollte man da auch mal überlegen, dass man zurücktritt, Figueroa jetzt mit dem Sieg. Mal sehen, ob er schon in diesem Jahr nochmal zurückkehrt, wer weiß. Ansonsten sind ein paar andere Kämpfe gewesen, die waren jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Sebastian Fundora, den kennen wir ja, ne? Und dann The Towering Inferno, der 2-Meter-Mann im Superwelter, hat in der dritten Runde Knockout erzielt. Ja, schon eine außergewöhnliche Erscheinung mit seinen
Stockbein. Ja, mal sehen, wie es bei ihm weitergeht. Der Plan für ihn ist, dass er 2020 schon um eine WM boxen möchte. Aber wenn ich mir vorstelle, er ist 12-0 ist er jetzt. Wenn ich ihn jetzt vorstelle, gegen so einen harten Puncher, gegen so einen Jared Hurd oder so. Nee. Ich glaube, da wird er gefällt. Da wird der Riese fallen. Also, da muss er vielleicht noch ein bisschen. Also ich würde ihm ja sowieso empfehlen, dass er vielleicht ein paar Gewichtsklassen weiter nach oben geht und so ein bisschen mal das Fundament kräftigt im Kraftraum. Mal sehen. Dann kommen wir schon auf die deutschen Cards zu sprechen, oder? Ja. Aber ja, zwei interessante Veranstaltungen gehabt. Hamburg, gestern war die, glaube ich, am Sonntag, ne? Und Koblenz, Sport1-Übertragung, habt ihr mit Sicherheit, liebe Zuhörer, auch verfolgen können oder habt ihr mit Sicherheit verfolgt. Also ich war auch in der Halle, schade, dass nicht so viel los war, war ja in meiner Heimatstadt in Koblenz, da wo ich lebe, diese Veranstaltung. Also schön natürlich für uns Koblenzer, dass hier mal eine nette Veranstaltung war, waren auch so alle, die man so kennt. Also ich muss auch zugeben, dass ich einen Großteil der Veranstaltung damit beschäftigt war, irgendwelche Leute zu begrüßen und kurze Gespräche zu führen. Habe auch mal ganz kurz mit Dennis Ilber gesprochen. Unsere Stammhörer wissen natürlich, dass das eine große, ich hoffe sogar mehr als Fanfreundschaft mittlerweile ist. Also ganz, ganz lieber Kerl, auch lieben Gruß an dieser Stelle, ist er jetzt Papa geworden. Und viele interessante Leute dort getroffen, also das Who is Who der deutschen Szene war sozusagen vor Ort, außer natürlich der geliebte Kollege Finn Schröder, der nicht gekommen ist. Man muss wahrscheinlich unterm Strich sagen, dass es jetzt nicht die spannendste Veranstaltung auf Gottes Erden war. Also hätte man wahrscheinlich auch schon anhand der Ansetzung sehen können, dass da jetzt nicht so die Kracher unterwegs waren. Sophie Allig, eine junge deutsche Federgewichtlerin, die hat noch einen recht guten Kampf gegen eine Georgierin gemacht, die aber nicht groß mit Gegenwehr ihr konfrontiert ist oder gegenübergetreten ist. Slava Spoma, junger oder ja recht frisch im Profiboxen von Thomas Hohlefeld promoted, hat so einen Sieg eingefahren, den auch siegen musste. Anthony Gigitz habe ich nicht gesehen, da war ich gerade in Gesprächen. Leon Bunn gegen Viktor Poljakow. Wie man halt Leon Bunn kennt, ne? Also technisch gut, aber so ein bisschen der Killerinstinkt fehlt irgendwie. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr kommt. Chama Saidi mit einem guten Kampf gegen Aman Torosian, da ging es um den IBF Europatitel im Superweltergewicht. Und Hauptkampf dann Abbas Barau gegen Carlos Molina. Molina, der zu erwarten schwere Gegner. Weiß nicht, wie so deine Erwartungshaltung an Abbas war, dass er den zum Boden schickt. So richtig brenzlig war es eigentlich nie für Molina, dass man jetzt sagen konnte, oh, da wird es jetzt richtig eng. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die 12. Runde nicht gesehen habe. Also wenn der da jetzt nochmal angeklingelt wurde, dann müsste diese Aussage in den Klammern setzen. Ansonsten, gute Leistung von Abbas, also technisch wirklich eine Augenweide, aber war jetzt auch nicht der stärkste Kampf, den ich von ihm gesehen habe. Also alles in allem natürlich ganz nett, so einige Leute da getroffen zu haben und schöne Halle ist es wirklich, CGM Arena, kann man nur sagen, tolle Location, aber kam jetzt auch nie so wahnsinnig große Stimmung auf, also gab es schon bessere Veranstaltungen, glaube ich. Genau, ich habe, man wird das Gefühl nicht los bei Barau, dass er eigentlich raus muss aus Deutschland. Jetzt nicht unbedingt, was die Promotion angeht, das will ich gar nicht sagen, aber was das Training angeht. Mhm. Ich würde einfach gerne mal sehen, was ein Top-Trainer in Amerika zum Beispiel mit dem machen könnte. Ja. Aus den Möglichkeiten raus. Weil mit DDR-Schule, ich glaube, das ist nichts für den. Also ich würde es lieber mal so ein Robert Garcia oder so weiter, ne? Also der Trainer von Mikey Garcia, so einer zum Beispiel, also der da ein bisschen nochmal da ein bisschen mehr rauslockt. Freddy Roach. Das ist ein bisschen variabler. Ja, oder so, ja. Also da gibt es also einige Leute, vielleicht auch in Texas da irgendwo in der Gegend, Derek James und so weiter, da gibt es einige Trainer. Also die so ein bisschen da rauslocken, ein bisschen mehr rauskitzeln, dass er auch da mehr arbeitet, weil dann kann er das Potenzial noch reichen, aber ich glaube, das ist zu bieder, ne? Also ein bisschen zu sehr auf Sicherheit und
ich glaube, da verschenkt man so ein bisschen das Potenzial. Das ist jetzt mal so mein Gedanke. Ja. Ja, dann ist natürlich jetzt erstmal wichtig, wie war denn deine Veranstaltung? Also im Vergleich zu Koblenz, wie hat sich denn unser Freund The Sicilian Stallion geschlagen? Das war nicht so gut, ne? Ja, soll ich mal woanders erstmal anfangen bei der Undercard? Also da ging ja schon nach dem Nachmittag los, 15:30 Einlass am Sonntag. Und dann ging es kurz nach vier ging es los. Der Auftaktkampf war der Mann Wilson Mendes. Den ich so gelobt habe. Über den du gesprochen hattest. Ja. Ja, der hat dagegen den wen hat er dann geboxt? Tonici. Tonici. Ja, es gibt so eine Kette, so eine Essenskette Tonici oder so, ne? Gibt's das nicht? Heißt das so? Sagt man nichts, ne? Ja, schon mal gehört. Egal. Du hattest recht, ne? Der Wilson Mendes, nicht schlecht. Mhm. Gefühlt drei Gewichtsklassen unter dem Tonici. Also ich glaube, der Mendes hat auch im halb super Leichtgewicht geboxt. Der hat hier im Mittelgewicht geboxt. Mhm. Gegen den Tonici. Also ich weiß nicht, was das für eine Ansetzung war. Der sehr unorthodoxer Stil. Ich sag mal nicht, dass er natürlich die wilden Schwinger rausgehauen, aber halt beweglich, hat die Schlagwinkel verändert und der Tonici kam damit nicht zurecht. Ne? Der hat dem teilweise windelweich geprügelt in manchen Runden. Der Tonici hatte auch blutige Nase und so weiter. Vier Runden war es und ja, am Ende gab es ein Unentschieden. Das eine völlig lächerliche Entscheidung war, ja. Gab auch ein Pfeifkonzert. Also das war schon der Auftakt und also in der letzten Runde war der Tonici auch da kurz davor, runterzugehen. Und in der sechsten Runde hätte er das wahrscheinlich vielleicht sogar nicht überstanden. Ja, ist natürlich so ein klassisches Heimurteil gewesen. Mendes. Aber Mendes ist auf jeden Fall jemand, den, wenn er auch in der richtigen Gewichtsklasse dann boxt, dann kann er durchaus einer sein. So, machen wir weiter. Mein nächster Favorit, Nando Maxwell. Wie ja. Fandst du den? Ah, das nicht. War nix. War nix? Hat verloren den Kampf gegen Alexander Pavlov. Ja. Du kannst halt einen 16-Jährigen nicht gegen so einen gestandenen Mann reinschicken. Also der Pavlov ist keine Granate, der wird kein Weltmeister werden. Aber das ist einer, der war grundsolide, gute Führhand, körperlich, robust. Der hat keine Chance gehabt, der Maxwell. Ja, und hat dann dementsprechend auch eine klare Decision verloren. Hat dann auch in den letzten Runden oder so versucht, so eine Philly-Shell, ne, wie so Mayweather-mäßig, so mit der Schulter, so seitlich zu stehen und dann so den zu locken und dann zu kontern. Das sah also wirklich wie ein Amateur, also völlig amateurhaft aus. Der braucht einfach noch eine gewisse Zeit, um zu reifen, um auch das Feingefühl zu finden für seinen Körper auch. Warum ihn denn gegen so einen Gegner stellt, das ist unverständlich. Also das geht so nicht. Geht so nicht. Und schade, weil dann dadurch kannst du auch so von so einem Jungen auch früh schon das Selbstvertrauen zerstören. Mhm. Und das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Dann habe ich dann noch den dritten Ass im Ärmel, der Cem. Aus Koblenz, Cem Konasan. Wie hat der sich denn angestellt? Genau, das war der Co-Main-Event des Abends. Chokram Pervani gegen Cem Konacan. Das war das Duell Hamburg gegen Koblenz. Ja. Also auch im Ring dann direkt. Und muss ich sagen, Hamburg hat hier gewonnen. Und das verdient. Es war ein toller Kampf, muss ich sagen. Es war wahrscheinlich der Kampf des Abends. Tolle Leistung, super Stimmung von beiden Seiten. Also auch der, wie ich mitgereist von Cem Konacan. Und Pavani war einfach der aktivere Mann, hat clever aus der Rechtsauslage geboxt und hat vor allem in der Schlussphase auch den Dreh dann auch komplett rausbekommen und hat verdient gewonnen. Also es waren 10 Runden, deutsche Meisterschaft und ich sage mal so 7-3, also 97-93 ist in Ordnung und war ein toller Kampf, waren beide sehr fair nach dem Kampf auch. Und ich habe auf sozialen Netzwerken, glaube ich, von Cem gesehen oder gelesen, dass er gesagt hat, die Leute hätten das anders gesehen. War das nein, so? Nein. Also Five-Konzert hast du jetzt nicht wahrgenommen? Naja, für die eigenen Leute halt, die mitgekommen sind. Nein, also hatte ich nicht das Gefühl, also ich finde, dass die Punktrichter das schon eher bewertet haben. Ja. War ein enger Kampf, durchaus, also weil sie halt auch beide ordentlich kämpferisch unterwegs waren, aber
verdienter Sieg meiner Meinung nach für Pavani. Das war ja, ging um den vakanten deutschen Meistertitel, den er dadurch gewonnen hat. Ja. Und bevor wir zum Main Event kommen, kann man noch sagen, Corin Gevor hat dort geboxt gegen diesen Kubaner, Darion Lester. Und auch das war ein sauenges Ding. Kubaner hat viel gut abgekontert gegen Gevor früh. Und erst spät wurde das dann, hat der Kubaner ein bisschen abgebaut körperlich, aber am Ende war es wieder eng. Gab dann eine Split Decision für Gevor. Kannst du unentschieden, aber auch dem Kubaner geben, war so ein Pick-em-Fight. Ja, aber Gevor hat danach Feigenbutz herausgefordert. Okay, ja, gut. Ja, dann gesagt, nur warum nicht, ne? Ja. Hat schon stärkere Gegner geboxt, ne? Man hat gegen Abraham und Sturm in deren Prime geboxt. Ja, ja. Also der hat keine Angst. Ja, und dann musste er gleich in die Dusche, weil kurz danach, da kam dann der Kampf davor noch, Pavani gegen Jeo Korchanan und dann kam der Hauptkampf. Nein! Sebastiano Luzito verliert seinen deutschen Meistertitel gegen Alexander Rigas. Sah nicht schlecht aus, die ersten drei Runden. Also der hat boxerisch schon, war meiner Meinung nach der stärkere Mann. Hat das clever gemacht zum Teil, hat einfache kleine Treffer gelandet und sozusagen das so ein bisschen die Distanz beherrscht, aber hat sich dann in der vierten Runde im Schlagabtausch einen ordentlichen linken Haken gefangen an den Seilen. Ich glaube, es war so eine Schläfengegend und dann waren die Beine weg. Ging einmal runter, kam nochmal hoch, hat versucht zu klammern auch, hat das versucht, irgendwie über die Runden zu kommen, aber dann musste er nochmal runter und dann kam das Handtuch. Ja, leider hat es nicht gereicht für ihn. Ich habe mit ihm nach kurzer Nacht auch gesprochen und er hat auch gesagt, dass der Rigas hauen konnte wie ein Cruisergewichtler. Also, was soll's? Passiert, kann passieren. Rigas als Münchener angereist, wurde auch lautstark angefeuert und ja, hat er den Sieg geholt. Ich glaube auch, dass er so im Halbschwergewicht ist, während Luzito eher im Supermittelgewicht auch dann wirklich zu Hause ist. Also der physische Unterschied hat auch ein bisschen den Unterschied gemacht. Und aber ja, klar, klarer Sieg für Alexander Rigas. War. Aber Sieger der Herzen Sieg. Ist Sebastiano. Ja, mal sehen, wie er zurückkommt und ob die vielleicht mal ein Rematch machen oder was, wie es da weiter für ihn gehen wird. Hoffen wir mal, dass es sich erstmal erholt von der Niederlage und dann seinen Weg zurück bestreitet. Ja, ansonsten kann ich noch sagen über die Veranstaltung. Ja. Was wolltest du zu ihm noch was sagen? Nee, ich wollte sagen, ich meine, der ist ja einer der wenigen, ist einer der Boxer, die auch wirklich noch was zwischen den Ohren haben, ja. Und das soll auch so bleiben, ja. Also Sebastiano, ich weiß, dass du uns ja auch immer schön fleißig hörst, lieben Gruß an dieser Stelle. Erstens kommst du da wieder raus, sind wir uns sicher, ja. Die ganze zwischen den Runden Gemeinde glaubt da, dass du wieder zurückkommst. Und aber viel wichtiger ist, dass du so frisch zwischen den Ohren bleibst, wie du bist. Und können dir wenige nehmen, ja. Das nochmal so als aufmunternde Worte unsererseits. Genau, ganz genau. Was ich generell über den Abend noch sagen würde, war viel Show-Acts waren ja auch da. Das war nicht immer so wahnsinnig toll mit anzusehen, aber es hatte zumindest so ein bisschen Trash-Faktor, sagen wir mal so. Ich glaube, da war einer von Voice of Germany. Ich glaube, da gab es mal irgendwie so eine Seniorenausgabe oder so, das ist mir irgendwie vorübergegangen. Aber irgendwie war da dieser Protagonisten war da, der, glaube ich, dreimal kam er da hoch und hat noch ein Lied gesungen. Dann kam natürlich noch so ein Typ, der sah aus wie Habe Kerkeling verkleidet oder so. Dachte ich, in jedem Moment, der nimmt die Perücke ab und der ist ihm. Der wohnt in Los Angeles und in Köln irgendwie so, hat dann irgendwie so ein paar alte Gassenhauer geschmettert. Dann kamen auch so ein paar Stripperinnen, die waren in der fast Splitterfaser nackt noch im Ring. Also die kamen da auf, die waren auch von der großen Freiheit da irgendwie. Also das war dann ganz lustig. Und ja, dann zum das Grand Finale, dann Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals, und er hat tatsächlich die Polonaise, Blankenese da zum Besten gegeben.
Da noch mal, da war noch richtig Stimmung. Da sind noch mal tatsächlich die Löcher aus dem Käse geflogen. Wer war Ringsprecher? Bedo heißt der Mann mit Vornamen. Hast du erzählt, der ist Moderator von Hamburg 1. Sehr gut hat das gemacht. Sehr gut. Ja. Der hat das auch sehr gut moderiert. Der ist sehr witzig. Ne? Also das ist so einer, der hat immer wieder mit den oben war am Balkon waren ja die auch viele Zuschauer da. Ne? Mhm. Hat er da immer wieder kommuniziert mit der einen Ecke, mit den anderen Ecken und hier die Italiener und haha. Und das war da ganz gut gemacht und ich glaube, ich bin nicht so der absolute Box-Fan, deswegen hat bei manchen Begrifflichkeiten waren da vielleicht ein paar Sachen, wo du vielleicht ein bisschen besser bist. Hat das gut gemacht und das war in dem Ambiente, ne? Also auch in dieser Stimmung war das einfach schon genau richtig. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, ja, das ist auch. Viele achten da viel zu sehr auf irgendwie, wie kommt jetzt meine Stimme an und keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist einfach geil, wenn du die Leute im Bann hast und ein bisschen führst und so. Und wenn der das gut gemacht hat, ist doch schön, dann passt das auch da zur großen Freiheit. Okay, dann lass uns mal einen Blick nach vorne werfen. Was passiert kommendes Wochenende? Erzähl uns doch mal, was wir uns notieren müssen, wann wir vom Fernseher auftauchen müssen. Ja, der große Kampf des Wochenendes, das ist ja recht relativ klar. Das ist natürlich Lee Selby gegen Omar Douglas. Natürlich der Kampf dort in der Main Event stattfindet, an dem Abend in der Londoner O2 Arena, ist es sogar tatsächlich. Der Kampf zwischen James DeGale und Chris Eubank Jr., das heiß ersehnte Duell der Briten im Supermittelgewicht. Ja, das ist sicherlich der Kampf des Wochenendes, das sollte klar sein. DeGale und Eubank haben beide auch immer wieder gestichelt in den letzten Wochen und so weiter. Also die werden sich da schon nicht kampflos sozusagen ergeben. Von beiden, also da wird es hoch hergehen. Weiß nicht, ob das unbedingt ein geiler Kampf wird, technisch und so weiter auch. Und ja, bei DeGale und auch bei Eubank ist es oft so, dass sie so reinspringen in den Gegner. Das heißt, ich glaube, da werden einige Kopfstöße werden mit dabei sein. Also, das ist meine Vermutung, meine Befürchtung, dass wir da, dass es da so ein bisschen schmutzig zugehen wird. Eubank ist auch endlich mal mit einem Trainer an der Ecke. Der hat ein letztes Interview gegeben, Nate Vasquez heißt der. Und da hat er gesagt, dass er Eubank gesagt hat, also Junge, deine Beinarbeit ist scheiße. Das musst du dem Eubank auch mal versagen, der ja auch durchaus ein Ego hat. Mhm. Und daran haben sie wohl gearbeitet, an den Grundlagen. Ne? Und das finde ich, vielleicht hat das irgendwie geholfen. Mal sehen, wie er sich da verkauft. Also ich glaube, dass Eubank doch leichter Favorit ist, dadurch, dass einfach der Gale auch schon so auf dem Zahnfleisch geht. Die letzten Kämpfe waren grottenschlecht. Also, ja, Food Fight findet dann nochmal die extra Motivation, aber ja, ich bin wirklich gespannt. Ich kann keine klare Prognose geben, was den Kampf betrifft. Aber naja. Okay. Gut. Dann haben wir natürlich den Schwergewichtskampf auf der Undercard. Joe Joyce boxt gegen Bermain Stevern, der ehemalige WBC-Weltmeister. Ja. Ich denke mal auch, dass der Stevern ziemlich abgehangen ist. Mhm. Alles andere als ein K.O.-Sieg von Joyce würde mich schon arg wundern. Also der Stevern ist somit das Lethargischste, was es im Boxsport gibt. Hat auch kaum trainiert in den letzten Jahren. Und nein, also wenn der Joyce das verliert, dann hat er auch nichts mehr. Da hat er auch da nichts zu suchen im Schwergewicht da oben. Dann kann er auch gleich sagen, Sayonara, liebe Leute, das war's. Ich denke mal, dass Joyce nicht so draufgehen wird wie zuletzt. Also, dass er ohne Kompromisse, ohne Deckung sozusagen einfach die niedermarschiert war. Wenn der Stevern 1 hat, dann ist es so ein bisschen Handspeed in Kombination mit Power. Ne? Und ein bisschen Kontermöglichkeiten. Also, wenn ich mir den Kampf damals auch gegen Areola die Kämpfe angucke, da hat er damit gut gepunktet und der kann durchaus hauen. Das ist auch das, was in der Regel als letztes geht von einem Kämpfer. Das ist die Schlagkraft. Und deswegen wird Joyce wahrscheinlich ein bisschen beweglicher unterwegs sein, was er durchaus kann. Er ist ja durchaus jemand, der schnell auf den Beinen ist, wenn er will. Ein bisschen die Führhand rausstrecken und dann wird er den Joyce Stück für Stück zermürben. Ich sag mal so vierte Runde, fünfte Runde. Knockout. Und sonst sagt ja, Lee Selby gegen Omar Douglas, das ist auch nur ein Kampf. Also Lee Selby zurück nach seiner Niederlage.
sollte er gewinnen. Und das war erstmal die Karte in England. Und dann haben wir auch noch ein altes, bekanntes Gesicht, auch am Samstag, das Ganze aber in Amerika. Und da boxte nämlich unser guter Freund, Avni Yildirim. Mhm. Der wird aktiv sein, der kriegt eine WM-Chance. Nach was er schon längere Zeit feststand. Der boxt dort im Minnesota Armory oder sowas, Minneapolis Armory. Da irgendwo in einem Ort, wo kein Mensch ist. Was ist der? Den hat er sich gegen den, nach dem Sieg gegen Mock, ne? Molenga Mock hat er sich den irgendwie erarbeitet, ne? Genau, dadurch, dass Benavides ja auch den Titel, den der gelegt hat, wurde er dann ernannt, neben Durrell halt. Ja, genau. Das ist seine Chance. Anthony Durrell ist jetzt nicht der absolute Weltklasse, der absolute Übermann im Supermittelgewicht, aber der ist schon gut, technisch guter Mann, hat auch Schlagkraft. Würde mich sehr stark wundern, wenn Yildirim hier eine Chance hat. Der da auch Durrell hat auch bisher keine großen Kinnschwächen gezeigt. Ist auch nicht so wie sein Bruder, so psychisch labil. Also, sag ich mal, Kausig von Durrell, würde ich sagen. Ob es früh ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon so in der siebten, in der achten, achten, neunten Runde oder so, ist der Ofen aus. Also, dass ich einfach, weil die letzten Leistungen von Yildirim waren einfach nicht stark genug und hat auch schon gezeigt, dass er jetzt nicht dieses Mörderkinn hat und um diesen Stil auch zu fahren. Das heißt, ich sehe da ein klarer Sieg für Durrell, der dann neuer Weltmeister wird und wahrscheinlich nicht lange bleiben wird. Ja, und jetzt haben wir noch einen Kampf. Das ist jetzt nicht wahnsinnig erwähnenswert. Das ist eine Veranstaltung, weil Eddie Hearn veranstaltet zum ersten Mal in Mexiko. Dann eine Card. Und da gibt es einen Kampf. Brandon Rios, den kennt man auch, Ex-Weltmeister, kämpft dort gegen Humberto Soto, so ein altes Schlachtross. Wenn man das vielleicht finden kann, irgendwo in einem Stream, vielleicht kann man sich das auch nochmal angucken oder im Nachhinein. Vielleicht ganz spaßig, aber das war es dann so von dem Wochenende. Nicht der ganz große Kracher, aber sicherlich vor allem der James DeGale gegen Eubank-Kampf kann man sich bestimmt einmal angucken. Okay, also so, ja. Eubank, Yildirim, Joe Joyce auch gar nicht so uninteressant, kann man sich auch mal anschauen, aber ja. So, der absolute Knaller fehlt natürlich auch jetzt am kommenden Wochenende. Warten wir es mal ab. Da wird ja mit Sicherheit noch ein bisschen was kommen. Jetzt im Frühjahr freuen wir uns auf die großen Kämpfe. Lieber Finn, das war zwischen den Runden für diese Woche. Und ich bin mir sicher, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Mit Sicherheit, mein Lieber. Adios. Reingehauen. Tschüss. Ciao.